So, hallo liebe Zuseher, Zuseherinnen. Hallo du, eigentlich kann ich mir das Ganze sparen. Ihr seid ja eh nur für euch in dem Moment, wo ihr dieses Video anschaut. Insofern, hallo und Servus, ich melde mich mal wieder. Nicht mit einem Angelvideo, obwohl ich ja hier, wie man sehen kann, an einem wunderschönen Gewässer bin. Beißen tut eh nicht. Nee, ich möchte heute auch mal diese wunderschönen Kulissen nutzen, um ja, einfach ein paar Themen anzusprechen. Im Grunde geht es eigentlich darum, was ich so mache den lieben langen Tag und ja, womit ich meine Lebenszeit verbringe. Das ist ja vielleicht auch eine nicht ganz so unentscheidende Frage in eurem Leben. Und ich kann halt nicht nur angeln gehen, erstmal weil jetzt der Winter kommt, zweitens kann man davon schlecht leben. Und ja, so habe ich im Moment so ein bisschen ja, Überlegungen, was ich verändern könnte, um auch wieder mehr Freude an dem zu haben, was ich nämlich den ganzen Tag mache. Und ja, es ist ja auch kein Geheimnis, ich komme ja aus der Eventbranche, da war ja dann eine Zeit lang gar nichts mehr los. Und jetzt beginnt es da ja so ein bisschen wieder, also mit Veranstaltungen. Ich hatte jetzt auch schon eine Veranstaltung, ein großes wissenschaftliches Symposium. Und ich merke aber, dass es halt nicht mehr das ist wie vorher. Dass ich da irgendwie auch keinen Bock drauf habe. Um es einfach mal ganz klar auszusprechen, so zwei, drei Punkte sind es. Also erstmal, wenn Veranstaltungen durchgeführt werden, unterliegen die halt natürlich irgendwelchen Hygienevorschriften. Und für mich ist es einfach auf lange Sicht nicht zu ertragen, wenn ich sehe, wie sehr sich die Leute, ja, selbst verarschen ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber wie sehr Leute an der Realität vorbei handeln. Ja, also als Beispiel, großer Kongress, mehrere tausend Teilnehmer, Messehallen, ja, tausende Leute, alle rennen ganz brav rum mit ihren Masken im Gesicht. Und sobald man dann halt einen Messestand betritt, auf dem es dann eben auch gastronomische Verpflegung gibt, da stehen halt natürlich dann alle beisammen und saufen. Und 4 Meter später wieder, oh, ihre Maske ist nicht richtig auf. Und ich weiß nicht, wie ich das erklären kann, aber das ist für mich einfach, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, und dann gab es dann auch so Stehtische, da sind dann so Plexiglasscheiben, damit man dann mit seinem Gegenüber ohne Maske reden kann. Und ich frage wirklich, oder ich frage mich da wirklich, warum machen die das? Ja, alle. Und das sind ja jetzt in dem Fall sogar Mediziner gewesen. Also entweder muss man sich vor einem tödlichen Virus schützen und, oder halt nicht. Ja. Das nächste ist, dass die dann natürlich auch 3G, 3G Plus und diese ganzen lustigen Begriffe sich da irgendwie aus den Fingern saugen. Das macht mir dann auch keinen Spaß. Und der krönende Abschluss ist, dass es natürlich auch 2G-Veranstaltungen gibt, weil ich das auch verstehe, dass die Geimpften jetzt natürlich auch Vorteile haben wollen. Die sagen ja, ich habe mich doch nicht umsonst geimpft. Ja, was vielleicht am Ende doch der Fall sein könnte. Aber die sind natürlich jetzt alle so dahinter. Naja, und dann gibt es halt dann auch Aufträge, die ich eigentlich hätte, die ich aber dann nicht antreten kann, weil ich halt nicht geimpft bin. Insofern habe ich dann auch wieder keine Aufträge aus meiner alten Branche. Und die Eventbranche ist generell etwas, was mich sehr enttäuscht, denn die lassen sich jetzt halt ziemlich instrumentalisieren. Dieses Bedürfnis nach Geselligkeit und Zusammensein. Ja, das haben halt die Menschen und jetzt machen sie halt alle 2G, damit sie wieder ein bisschen mehr Umsatz machen können. Und das tut mir halt einfach irgendwo in der Seele weh und deswegen, dann gibt es halt keine Eventbranche mehr. Dann habe ich das halt jetzt die letzten 12, 15, 20, 30 Jahre, eigentlich seit 1999 gemacht, aber ich werde mich davon verabschieden. Ich lasse mich nicht instrumentalisieren und ich glaube, ich werde halt einfach wieder mehr auf YouTube mein Unwesen treiben und muss halt schauen, wie ich das hinbekomme. Und dazu dann vielleicht gleich mehr in einem weiteren Video.